In der Wiener Innenstadt rüstet sich die Polizei für den Akademikerball, früher WKR-Ball, der heute Abend in der Hofburg stattfindet. Für gespannte Stimmung sorgt das Demonstrationsverbot, das gegen NoWKR verhängt wurde. Denn die Gruppierung hat angekündigt, dennoch auf die Straße zu gehen. 2.500 Polizisten sind im Einsatz. 66 Beamte wurden aus dem Burgenland zur Unterstützung nach Wien geschickt. Am späten Nachmittag wurde eine Sperrzone rund um die Hofburg errichtet. Vor der Maria-Theresien-Kaserne in Hietzing kommt es heute früh zu einem regelrechten Stau. Rund 900 Polizisten aus den Bundesländern reisen zur Verstärkung ihrer Wiener Kollegen an. Dieses Mal sollen sich auch alle in den Straßen und Gassen der Innenstadt zurechtfinden. Wir haben auch im Vorfeld alle Polizistinnen und Polizisten entsprechend eingewiesen. Es gab auch zuvor schon Trainings, auch mit der WEGA. Das heißt, jeder ist gut vorbereitet und wird dann noch Bescheid wissen, wo er hingehen muss. Aus Sicherheitsgründen sind entlang der Demonstrationsrouten in der Innenstadt schon am Vormittag die Mistkübel entfernt worden, sowie Gegenstände, die als Wurfgeschosse verwendet werden könnten. Wegen der gewalttätigen Ausschreitungen im vergangenen Jahr sperren viele Geschäfte schon um 16 Uhr zu. Wir haben schon beschlossen, so wie viele andere Kaufleute hier am Graben, wir werden unser Laden um 16 Uhr zusperren. Und dann gehen wir nach Hause und hoffen, dass wir noch gut durchkommen durch die Absperrungen. Also offen lassen wir ganz normal. Wir sind 400 Jahre jetzt am Platz und haben schon viele Sachen erlebt. Aber das werden wir auch gut überleben. Wir haben halt gewisse Sachen, tun wir für Reservierungen sperren, dass nichts passieren kann, falls eine Scheibe eingeschlagen wird oder sowas, dass den Gästen nichts passiert. Aber wir glauben, dass Revolutionen, die angekündigt sind, nicht stattfinden. Ich werde den kompletten Schalter ausschalten, dass überhaupt kein Licht mehr ist, damit man mich oder mein Geschäft gar nicht mehr sieht. Weil letztes Jahr habe ich diese Demo miterlebt und das war ziemlich krass. Und da habe ich heute das erste Mal ein bisschen Angst. Am frühen Nachmittag stehen schon die ersten Sperrgitter am Heldenplatz bereit. Genau an der Grenze zum von der Exekutive auferlegten Platzverbot wird die Bühne aufgebaut für das Bündnis Jetzt Zeichen setzen. Als Protest gegen den Burschenschafterball ist eine friedliche Kundgebung gegenüber der Hofburg geplant.